Hallo, hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Beratungsseite für toxische Beziehungen und Hochsensibilität. Warum ist Hoffnung so ein trügerisches Gefühl? Schauen wir uns mal an, wo dieses Gefühl auftaucht. Hoffnung taucht ja auf, wenn wir befürchten, etwas zu verlieren, was wir schon haben, oder wenn wir befürchten, etwas nicht zu bekommen, was wir uns wünschen oder brauchen. So, was ist Hoffnung dann? Hoffnung taucht ja auf als so eine Art Vision dessen, wo ich hin will. Also wonach ich mich sozusagen ausstrecke, wonach ich die Hand ausstrecke. Das ist das, was ich will, da will ich hin. Und das ist eigentlich der Versuch. Wir wissen unbewusst, intuitiv, dass man Visionen haben muss, um dahin zu kommen. Wir wissen intuitiv, dass wir etwas wirklich wollen müssen, um dahin zu kommen. Jetzt gibt es aber ein Wollen, was noch nicht erfüllbar ist. Und wir spüren das intuitiv. Sehr oft, wenn wir bang hoffen, funktioniert das, was wir uns da wünschen, gar nicht. Es gibt etwas anderes, das ist fast ein bisschen so wie hoffen, das ist aber in Wirklichkeit was anderes. Es gibt etwas wie so eine Vorfreude. Also man ahnt, bald habe ich dieses Haus. Boah, ich kriege das bestimmt. Ich habe ein gutes Gefühl. Das ist eher eine Vorfreude. Das hat auch ein kleines bisschen Hoffen, aber da ist die Gewichtung anders. Da überwiegt die Vorfreude. Da wissen wir intuitiv, das klappt, das wird. Oder, ne? Die Vorfreude darauf, dass man irgendwie anfängt zu spüren, dass man sich mit einem anderen Menschen beginnt näher zu kommen und dass das wahrscheinlich auf eine Beziehung zusteuert. Das ist nicht so ein banges Hoffen. Es gibt ein banges Hoffen, was sehr, sehr trügerisch ist. Und da muss man mal gucken, was die wirklichen Gefühle darunter sind. Die wirklichen Gefühle unter bangem Hoffen sind Angst. Angst. Angst, etwas zu verlieren. Angst, die Beziehung nicht zu bekommen. Angst, zurückgewiesen zu werden. Angst, nicht genug zu sein. Angst, sowas nie wieder fühlen zu können. Angst, nicht geliebt zu werden. Angst, nicht gemocht zu werden. Das heißt, da wird diese Vision über etwas gelegt, was wir in Wirklichkeit fühlen, ohne dass wir uns diesen Gefühlen stellen wollen. Da wird dieses Visionäre benutzt, um zu verdrängen. Das wird genutzt, um ein Nein zu mir selbst auszusprechen. Ich erkläre das sofort. Und das kann nicht funktionieren. So, was heißt dieses Nein zu mir selbst? Wir sind alle konditioniert worden, uns selber möglichst nicht zu fühlen. Also sobald es anfängt, weh zu tun, sobald es um Details geht, sobald es darum geht, mit unserer Aufmerksamkeit bleibend im Inneren zu verweilen und unser Denken und Fühlen möglichst frühzeitig mitzukriegen, damit wir eine ganz andere Orientierung haben, wissen, in welcher Situation wir sind und auch besser wissen, was zu tun ist oder was uns bekommt oder nicht, anstatt uns mit einem Teil unserer Aufmerksamkeit dort aufzuhalten, also wie gesagt, um die Welt eigentlich klarer zu sehen, sind wir alle konditioniert worden, mit unserer Aufmerksamkeit im Außen sozusagen rumzuhängen und uns selbst nicht zu spüren, erst dann, wenn richtig was los ist, wenn es anfängt weh zu tun, wenn wir also stärkere Gefühle haben. Dann ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. So, und weil wir das so gewohnt sind, uns erst zu spüren, wenn es richtig stark wird und auch dann versuchen wir auszuweichen. Es gibt zahllose Ratgeber, die bei Liebeskummer erstmal sagen, ja, was man alles tun soll, geh aus, triff dich mit anderen Leuten. Da kommt, mittlerweile setzt sich das mehr durch, aber da kam lange Zeit überhaupt nicht drin vor, bleib zu Hause und fühl dich. Gib der Traurigkeit Raum, gib dem Schmerz Raum und hör auf, dagegen zu kämpfen. So. Und im Zuge dieser Konditionierung, dass wir eigentlich alle nicht gelernt haben, diese Dinge zu fühlen, den Raum zu geben und die gar nicht mehr so zu fürchten, da ist nämlich überhaupt nichts los, das sind Gefühle in unserem Körper, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Stattdessen sind wir konditioniert worden, dem ständig auszuweichen und wenn es nur gedanklich ist, indem wir uns eben froh denken, mit einer Vision, die möglicherweise zustande kommt, früher oder später tut sie das nämlich, aber vielleicht noch nicht früher, vielleicht noch nicht dieses Mal. Und anstatt meinen Gefühlen Raum zu geben und diesem
der Erfüllung der Vision ein großes Stück näher zu kommen, bin ich konditioniert worden, diese Vision zu nehmen, um sie eigentlich zu missbrauchen, um diese Gefühle nicht fühlen zu müssen. Das macht Hoffnung mit uns. Also ich muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt so eine Vorfreude-Hoffnung, wie gesagt, ne? Und es gibt diese bange Hoffnung. Und ich spreche von dieser bangen Hoffnung. Die führt einfach dazu, dass wir verdrängen. Ja, und das Verdrängen hilft in einer Notfallsituation. Das ist eigentlich ein Überlebensmechanismus, der eigentlich nur dazu da ist oder nur dazu da sein sollte, um in einer Notfallsituation bestimmte Gefühle oder auch Schmerz nicht fühlen zu müssen, damit wir funktionieren und vielleicht noch Hilfe holen können. Und es hat funktioniert, als wir klein waren. Da mussten wir auch vieles verdrängen, um vielleicht unsere Kindheit zu überleben. Aber in unserem Erwachsenenalter, wenn wir nicht mehr nur überleben wollen, sondern wirklich leben wollen, da steht das dem im Weg. Verdrängen steht dem Glücklichwerden komplett im Weg. Und Hoffnung ist ein, bange Hoffnung ist ein Werkzeug zum Verdrängen. Mal ganz davon abgesehen, wenn man sich das mal genauer anguckt, ich finde das selber ein sehr erniedrigendes Gefühl. Man angelt nach etwas und liefert sich komplett irgendeiner Instanz aus, die man in dem Moment gar nicht kennt. Ne? Man gibt so seine ganze Power ab und hofft und hofft und bangt und bangt und man gibt seine Autonomie irgendwie so ab und wehrt sich gegen alles, was man wehrt sich eigentlich gegen das Leben in dem Moment, nämlich das, was wir in dem Moment wirklich fühlen. Ja, und nachher steht einem genau das in dem, im Weg bei dem, was man wirklich will. Das heißt, diese bange Hoffnung, es ist nicht schlimm, wenn man die mal hat, aber man muss sich, wenn man weiter will, den Gefühlen darunter stellen. Und dann wird man auch merken, dass diese bange Hoffnung nachlässt. Da kommt was anderes hin, was viel stimmiger ist. Da kommt ein Halt hin. Da kommt so ein Halt in mir selbst hin, ne? Der vielleicht sowas sagt wie, ja, das kann sein, dass das dieses Mal nicht so klappt, wie du das willst, aber du bist auf dem Weg dahin. Das wird, vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber wir kommen genau da an. Sowas passiert, wenn wir uns unseren Gefühlen stellen. Auf einmal weiß man das. Auf einmal kommt so eine Sicherheit dahin. Auf einmal... Ja, das kann sein, dass man das vielleicht betrauern muss in dem Moment, dass vielleicht diese Beziehung, die man sich gewünscht hat, nicht zustande kommt. Aber irgendwie tief im Innern weiß man plötzlich, ich glaube, das wäre es nicht gewesen. Und oft ist das Leben so lieb und zeigt uns ein paar Jahre später, der wäre es echt nicht gewesen. Und dann ne, haut man sich auf den Kopf und denkt, um Gottes Willen bin ich froh, dass das damals nicht zustande gekommen ist. Ja? So, und stattdessen kommt jemand in unser Leben, der genau das erfüllt, was wir uns gewünscht haben. Das ist schwer, wenn man dem Leben noch nicht vertraut. Wenn man dem Leben, und da kann keiner was für, wenn man dem Leben noch nicht so richtig vertraut, dann hofft man eben. Aber wenn das da ist, tut es bewusst. Schaut zu, wie das passiert. Schaut zu, was das überlagert. Dieses Bewusstwerden, was gerade im Moment in mir passiert, das ist immer der Schlüssel zu der Tür nach Hause. Besucht gerne meine Website tanja-grundmann.de. Dort findet ihr viele Artikel, ein Beratungsangebot zu diesen Themen und meine Seminare, E-Books. Ja, schaut euch mal um. Bis dahin alles Liebe und bis zum nächsten Video. Salut!